Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf der Cycling World in Düsseldorf. Das ist eine Fahrrad- und Mountainbike-Messe und hier gibt es jede Menge Sachen zu sehen. Wir nehmen euch heute mit und gucken mal, was wir so interessante neue Sachen finden. Let's go! So Leute, als allererstes, wenn wir hier reinkommen, sehen wir Stevens Bike und da haben wir das E-Maverick am Start in einer übelst geilen Farbe. Das Bike hier kriege ich übrigens auch nochmal vom Thomas demnächst zum Testen. Ich bin ja nur eine Runde auf der Freeride damit gefahren und auf der anderen Seite, glaube ich, steht auch sogar die Farbe vom Thomas. Genau, ich finde, bei dem Fahrrad kommt die Farbe auf Kamera überhaupt nicht rüber. Live sieht es komplett anders aus. Auf der ersten Abfahrt vom Thomas auf der Freeride im Bikepark OE hat mir das mega gut gefallen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ist zu testen, wenn man das langfristig mal testet, da der TQ-Motor so ein Motor ist, den habe ich noch nie wirklich lange getestet. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Als nächstes steht Cube auf dem Programm und ich finde, gerade Cube hat die letzten Jahre echt was gemacht an den Bikes. Also ich finde, Cube hat sich einfach extrem gemacht mit den neuen Rädern. Wir haben das letzte Mal im Bike Festival in Willingen schon gesehen, dass die Bikes einfach komplett überarbeitet und anders aussehen. Also wenn ich an Cube denke, dann habe ich immer diese blau-silbernen, orangenen Bikes irgendwie im Kopf und mittlerweile sehen die komplett anders aus. Also hier vorne steht zum Beispiel das E-Bike, das neue, das Stereo Hybrid 155 und das finde ich zum Beispiel einfach auch ein mega schönes Bike. Also Cube, Leute, wenn ihr das seht, wenn ihr verpartnern wollt, ne, ich wäre am Start. Hier steht jetzt leider kein Downhiller. Das neue 215, das finde ich nämlich auch richtig sexy. Und die Enduros sehen eigentlich alle so aus wie dieses hier. Das heißt, die Geo eigentlich relativ schlicht, aber ich glaube, dass die Bikes eigentlich ganz gut funktionieren dürften. Meistens ist es ja so, wenn man irgendwie ein Bike hat, wo die Geo nicht zu ausgefallen ist, dann setzt man sich meistens drauf und das funktioniert irgendwie. Zum Beispiel finde ich das bei den Radon-Bikes auch so. Es ist nicht so super ausgefallen, aber die Bikes funktionieren alle und da bin ich jetzt echt fast die ganze Modellpalette mittlerweile gefahren. Also Leute, hier ist Future Cycling. Schmierfrei, rostfrei, recycelbar aus alten Fischernetzen. Also ich würde sagen, sehr gewöhnungsbedürftige Bikes. Ich würde ja gerne so ein Ding mal fahren, gucken, ob das klappert oder so oder was damit Sache ist. Also es gibt ja viele Brands, zum Beispiel Adidas macht zum Beispiel auch viele Sachen aus recyceltem Material. In der Bikebranche ist das, glaube ich, noch nicht so weit vertreten, deswegen finde ich das eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dass auch ja, Fahrräder oder allgemein irgendwie Teile aus recyceltem Material entstehen. Möchtest du uns was erzählen zu den Fahrrädern? Ja, super gerne. Kann ich gerne machen. Schieß los. Okay. Ich meine, also euer Stand ist ja auf jeden Fall ein Hingucker schon mal und die Fahrräder außergewöhnlich, würde ich mal sagen. Ja, Vision ist Fahrrad komplett aus Kunststoff, schmierfrei, wartungsfrei, kein Öl, was in die Welt kommt und eben recycelt. Hier einmal komplett aus Fischernetzen. Die werden eingeschreddert in so kleine Granulatkörnchen und anschließend über ein Rotomolding-Verfahren hergestellt. Also es ist wie ein Schokohase, der hergestellt wird. Ja. Legt sich der Kunststoff außen dran. Und ich habe hinterher in der Kette und Ähnlichem nicht mehr eine klassische Schmierung, sondern wie man hier sieht, Wassertropf komplett drauf. Kann einfach durchgängig auch irgendwo draußen rumliegen, ohne dass ich Rost und Ähnliches habe. Was wiegt so ein Fahrrad? 17 Kilo. Und das ist auch stabil. Also man stellt sich jetzt so vor, so Granulat und so sieht halt so sehr, ja, die meisten Bikes sind aus Alu, aus Stahl, aus Carbon. Ja, also Belastbarkeit bis 120 Kilo ist gegeben, ist durchgetestet, dafür offiziell auch zugelassen. Ja, interessant. Cool, vielen Dank. Sehr gerne. So Leute, wir sind jetzt offiziell an der Teststrecke, wir nehmen euch mal mit. Hier kann man nämlich dann sich Bikes überall leihen, wenn man sich für einen Testride angemeldet hat. Die Jungs rasten gerade aus und dann kann man dort einfach seine Runden drehen und die Dinger Probe fahren. Ich meine, es gibt doch irgendwo noch ein anderes Gelände. Ich habe noch ehrlich gesagt gar nicht so einen richtigen Überblick. Vielleicht hätte ich doch
auf die Frau am Schalter hören sollen und einen Messeplan mitnehmen sollen. Aber wir gucken mal weiter. Wir haben noch auf jeden Fall ein, zwei Hallen vor uns und checken das Ganze mal ab. Ja Leute, ich glaube in der Halle bin ich irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Es ist, sieht für mich viel nach Rennrad aus und davon habe ich tatsächlich gar keine Ahnung. Aber bei der Hallen-Location hier denke ich die ganze Zeit irgendwie an so Breakdance-Battles, ich weiß auch nicht. Also die Location von der Messe ist auf jeden Fall mega, mega schick, gefällt mir richtig, richtig gut. Leute, guckt euch das mal an. Da hat der Marc gerade wieder angefangen eigentlich mit Mountainbike fahren, hat gesagt, er will eigentlich jetzt mehr Mountainbike-Content machen. Und dann, ja. Wo steht er? Bei den Rennrädern. So Leute, weil die Michi einfach jetzt erstmal Kaffee trinken muss, muss ich jetzt hier die Blogging-Perspektive machen. Aber gar nicht schlimm. Ich habe damit auch keinen Stress. Dann fällt Michis Arm nicht die ganze Zeit ab. Wir gehen jetzt in die nächste Halle. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier wo, wie, was für Hallen sind. Die letzte war auf jeden Fall nichts für mich. Da gab es irgendwie nur Rennräder. Das ist jetzt hier auf jeden Fall mit die allergrößte Halle. So, wir haben hier bei Conway das neue, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Rivon LT 10.0. Wenn ich mich nicht täusche, dürfte das das Light-EMTB sein von Conway. Ich bin ja bisher nur das Full-Side-EMTB gefahren, das Conway EWME MX, genau, das bin ich vor kurzem erst gefahren. Und das hier hat tatsächlich ordentlich Federweg. Es hat einfach 170 mm an der Front und ich finde optisch auf jeden Fall auch eine coole Sache. Das EWME, das sieht so ähnlich aus wie das, was da hinten steht, hat mir einfach von der Geo her schon super gut gefallen und fuhr sich auch mega. Also das hier würde ich definitiv, wenn das draußen irgendwo steht, gerne auch mal testfahren. Aber gucken wir mal, ob das später klappt. So Leute, frisch gestärkt von dem Food Corner sind wir jetzt auf die Testmeile mal gestartet hier und ich guck mal, ob ich das ein oder andere Bike vielleicht Probe fahren kann. Ich bin gespannt, was wir überhaupt finden, weil so viele Mountainbikes habe ich bisher tatsächlich gar nicht gesehen. Es ist doch ein bisschen mehr Rennrad- und Gravel-lastig hier, aber nichtsdestotrotz gibt es ja ein paar Mountainbikes und wir gucken mal, ob wir das ein oder andere vielleicht Probe fahren können. Leider haben wir kein einziges Mountainbike gefunden zum Probefahren, aber wir haben stattdessen dann nochmal einen Fahrradträger uns angeschaut für unseren Van. Hey Leute, wir sind jetzt gerade am Stand von Übler und wie ihr wisst, haben wir ja den Ford Transit jetzt zu Hause und die haben einen Fahrradträger, der einerseits zusammenklappbar und 90 Grad abklappbar ist. Das ist der i21Z. Das ganze Ding trägt 60 Kilo, also zwei 30 Kilo E-Bikes, also die meisten E-Mountainbikes sollten da kein Problem sein. Den können wir jetzt leider nicht ganz 90 Grad abklappen, weil hier jetzt so eine Strebe ist. Genau, wir kriegen mal gerade vom Übler Service hier Support. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn die Kofferraumklappe jetzt hier wäre und man versetzt die Anhängerkupplung vielleicht ein Stückchen nach unten, dann sollte es kein Problem sein, dass die Kofferraumklappe gut aufgeht. Außerdem, vielleicht können wir einmal zeigen, wie er zusammengeklappt aussieht. Weil er ist ja super, super klein dann, ne? Und die sind extra, haben einen Schutz für Carbonrahmen. Das ist ein Schutz, extra Carbonschutz für Fahrräder mit Carbon. Das heißt, den? Die neu entwickelten Abstandshalter. Man hat diesen Push-Knopf, den muss ich nach rechts umlegen, drücken und dann öffnet sich hinten die Öffnung. Und dann nehme ich den ab. Genauso mache ich ihn auch wieder drauf, muss den umlegen, weil da ist sonst eine Sperre, eine Sicherheitssperre, weil sonst kriege ich zurück das Zahnband dann nicht rein. Und den kann man auch direkt damit bestellen dann? Der ist dabei. Ah, der ist dabei. Zum Lieferumfang dazu. Ah, okay. Montage des Trägers. Erstmal Endmontage, wenn man runternimmt, erst die linke Seite einreicht, dann die rechte Seite. Spannhebel lösen. Spannhebel runter. Lösen von der Anhängerkupplung. Einfach Daumen auf die Platte, Träger anheben, dann löst er sich schon.
Und dann zieht man den einfach runter. Dann zieht den einfach runter. Wenn ich ihn hinstelle, dann rastet er unten wieder ein. Wenn ich ihn öffne, kannst du zurück draufdrücken, hinten gerade auf die Kupplung ausrichten, umlegen, montiert. Ja, das haben Sie natürlich jetzt auch schon am Wochenende 20.000 Mal gemacht. Das habe ich in meinem Leben schon 30.000 Mal gemacht. Ja, Hammer. Und vor allem nimmt er so auch keinen Platz weg, wenn man ihn dann mal nicht braucht, ne? Ja, genau. Man gibt auch, es gibt als Zubehör auch eine Tasche, um den zu verstauen. Ja, und wenn ich ihn jetzt wieder öffnen möchte, Spannhebel auf. Immer nicht vergessen, Spannhebel wieder runterzudrücken. Rechte Seite raus, weil die Rückleuchten hier übereinander liegen. Okay, ja. Ja, und fertig ist er. Ja, nicht schlecht, ey. Ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Alternative für uns, um nicht immer die Bikes ins Auto zu laden, sondern halt auch mal außen. Vor allem, wenn die Räder dreckig sind, ist das ja immer schöner, wenn man die Bikes auch außen transportieren kann. Vielen lieben Dank für die Vorführung. Und ja, vielleicht wird das unser nächster Fahrradträger. Wir werden sehen. Dankeschön. Würde mich freuen. Leute, Messe vorbei. Wir sind auf dem Weg zum Auto gerade und ich möchte natürlich ein kleines Feedback noch geben. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass das mit den Testbikes nicht so ganz geklappt hat. Ja, und das liegt an einem großen Problem am heutigen Tag. Aber wir fangen mal mit dem Positiven an. Erstmal hat mich mega gefreut, viele von euch da draußen zu treffen und kennenzulernen und haben viel mit Leuten gequatscht, egal ob es jetzt andere Creator waren, die man kennengelernt hat oder halt ihr da draußen und hat mich einfach mega gefreut, dass man so ein paar Gesichter dazu hat, zu den Leuten, die Kommentare schreiben und so. Das finde ich immer mega, mega cool. Auch mit Tom und Marc unterwegs zu sein nochmal, weil wir sehen uns leider auch nicht so oft, freut mich einfach mega. Auch ist es einfach cool, natürlich einfach mal hier rumzulaufen, Sachen sich anzugucken und so. Das ist alles schön und gut. Eine Sache muss ich allerdings sagen, die für mich persönlich als Mountainbiker im Bereich jetzt, ich fahre ja mehr bergab statt in der Ebene und so, ne, ist einfach wenig da gewesen, muss ich sagen. Und auch die Testbikes, die ich mir ausleihen wollte, da gab es einfach nichts. Also zum Beispiel war ich bei Aubert, da gab es irgendwie nur Straßenräder. Dann bei Cube, da war irgendwie alles wie leer gefegt. Wahrscheinlich waren das mit die einzigen, die irgendwie ein paar Mountainbikes da hatten. Und die anderen hatten eigentlich nicht so wirklich etwas, was jetzt wirklich irgendwie für mich interessant gewesen ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr ein paar Eindrücke sammeln konntet. Und wenn ihr auch hier gewesen seid, schreibt mir gerne mal ein Feedback, wie ihr das Ganze so empfunden habt. Denn für mich als Mountainbiker hat sich nicht ganz so sehr gelohnt. Aber das war auch jetzt die erste Fahrradmesse, die ich überhaupt besucht habe, denn bisher kannte ich eigentlich nur die FIBO und die Didacta Bildungsmesse in Köln. Naja, das ist also eine ganz, ganz andere Nische. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und falls ihr hier auch die Messe besuchen geht, wünsche ich euch viel Spaß oder hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ich habe echt Rückenschmerzen jetzt und muss mich entspannen. Ciao, ciao. Leute, guck mal, wen ich getroffen habe. Die Pott-Legende Marc Bartsch. Entschuldigung, wer sind Sie? Und Bike and Ride. Hallo. Den Tom, der Mr. New Bike. Ich bin heute Kameramann. Oh, der ist halt ja heute gar nicht offiziell. Hier, offiziell Presse. Presse? Da steht auch mein Name drauf. Na krass, können wir vielleicht ein Foto machen? Nee, heute nicht. Jetzt hör auf hier mit der Scheiße. Ja, bitte.